guten Morgen hier aus Davos von der Fortbildung von E&P-Reisen. In dem heutigen Video zeige ich mal, wie ich mich auf die Fortbildung jetzt vorbereite als Ausbilder, was ich jetzt so mache und erzähle euch auch, wie ich überhaupt dahin gekommen bin. Ich meine, man ist ja nicht von heute auf morgen Ausbilder bei E&P-Reisen. Das muss man sich ja auch irgendwo erarbeiten. Also viel Spaß mit dem Video. Marius, what time is it? Growing time. Growing, die Pamela möchte fliegen. Auf jeden Fall. Hier in der Schweiz. Dürfen wir das sogar, deswegen machen wir es auch in Österreich. Dürfen wir es noch nicht, genau. Noch keine Genehmigung. Aber hier. Abchecken, jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen. Pray that I'm about to, about to. Pray that I'm about to. So, Drownie Time ist vorbei. Das sieht ganz geil aus hier in Davos, ne? Und dann mal an die Ösis, die uns das Leben so schwer machen mit der Genehmigung. So kann das auch bei euch aussehen. So, jetzt das erste Mal in den Skischuh, Marius. Das ist deine Prognose. Ich bin schon ganz gespannt. Das ist deine Prognose. Wird der passen? Das wird tiptop passen. Komm, wir nehmen das jetzt auf. Das ist ja ein ganz besonderer Moment. Nach wie vielen Skitagen neuer Skischuh? Jetzt bestimmt 300. 200 Skitage. Boah, so viele Ausbildungen damit gefahren. Ich habe den ja seit bestimmt 8 Jahren. Ja. Ja, freuen wir uns auf diesen neuen K2 Pinnacle 130. Und, was sagst du, das erste Gefühl? Ja. Ja? Oh, ich hab jetzt schon einen guten Fersen halt. Also, das ist ja schon mal gut. Ferse, sehr wichtig. Hast du das alles drin gut hingelegt? Ja. Sofort kein Blut beim Fuß habe. Jetzt wird schon knallig. Aber hier sieht man ganz schön, wie weit der aufgeweitet worden ist. Ja. Und hier an der Stelle. Da geht halt richtig was. Wurde der abgefräst. Innen? Ja, genau, hier innen. Innen abgefräst. Also wir haben einen Scan gemacht, hier müsst ihr mal in die letzten Videos schauen. Und da hat er halt gesehen, okay, da passt der Fuß nicht ideal in den Schuh rein. Da haben wir ein bisschen was rausgenommen im Skischuh, also in dem Außenschuh. Und der Innenschuh wurde dann nochmal aufgeheizt und durch dieses Aufheizen dann angepasst, indem ich dann da reingegangen bin mit einer Zehenkappe und. Aber jetzt fühlt sich echt gut an. Ich überlege mal, die Walk-Funktion hat er nämlich auch für Skitouren. Das ist nämlich der große Vorteil des Skischuhs, nämlich dass ich sowohl die Möglichkeit habe, durch den harten Flex, 130er Flex auf der Piste zu performen, aber durch die G-Funktion auch mal locker einen Aufstieg machen kann. Es ist halt wirklich ein Freeride-orientierter Skischuh. Genau, und hier mit dem Insatz, mit dem Pin-Insatz kann ich dann halt auch eine Pin-Bindung oder eine Pin-King oder irgendwelche. Ein Kingpin, ja. Genau. Perfekt. Tipptopp, cool. Also, weiter. Weiter im Takt. Genug geredet für heute Morgen, oder? Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt, ob der Skischuh performt oder ich in dem Skischuh performen kann. Der Skischuh ist ja nur ein Gegenstand, aber jetzt will ich mal sehen, wie lange ich brauche, um mich zu gewöhnen. Auf geht's, Marius, oder? Auf geht's. Lassen wir Taten sprechen an diesem Tag. Das sieht richtig gut aus. Ja. Zick, ey, das ist so geil. Ja. Das ist so geil. Viel Spaß mit dem neuen Skischuh. Danke. Thank you.
Sag was, wir sind interessiert. Was ganz anderes. Ganz anders. Geil. Der Pinienerhalt im Skischuh. Die Kraftübertragung ist viel direkter. Ich glaube, das war eine gute Sache. Ja, nach 200 Skitagen ist dein alter Skischuh halt auch ausgerutscht gewesen. Also da war nicht mehr viel zu holen. Voll geil. Gut, neues aber Gefühl, macht uns froh. Bei dem Bergfeld und dem schönen Licht. Ja. Ist romantisch, oder? Voll. Ja, perfekt. Hier in Davos. Ist die Fortbildung von ENP-Reisen. Vor 2 Jahren war ich das erste Mal hier mit. Und die Story ist sozusagen so: Ich habe ja, habe ich schon mal erzählt, mit 17 Jahren meinen Skilehrerschein gemacht, dann Instructor. Mit 19, dann war man mit so einem Skifreizeit organisiert. Ja. Mehrere. Und ich habe auch die Skischule bei uns im Skiverein geleitet. Und irgendwann hat mich dann einer vom Westdeutschen Skiverband hier empfohlen und hat gesagt: Hey, du kennst die Reise von ENP-Reisen schon, da war ich schon ein paar Mal hier mit gewesen als Skilehrer. Und ja, der könnte mal hier ausbilden. Ja. Und ENP-Reise hat gesagt: Ja, wir hatten immer gutes Feedback, das passt, ist skifahrisch, war es dann auch vom WSV bestätigt. Und cool. So hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt hier als Skilehrer unterwegs bin. Und du machst die im Skibereich? Genau. Gibt es dann irgendwas, was. Nee, ich mache nur Ski. Also ich bringe ihnen halt auch in gewisser Weise bei, wie die dem Kunden ein möglichst geiles Erlebnis beibringen oder ja, dazu, dass die Kunden ein möglichst geiles Erlebnis haben können. Ja. Das versuche ich denen zu vermitteln. Halt. Spaß am Berg. Spaß am Berg, Sicherheit am Berg und natürlich auch, wenn sie schon einen Schein haben, die adäquate Vermittlung der Skitechnik. Perfekt. Ja, super, dann wünschen wir dir hier gute Tage. Du nimmst uns ja mit, oder? Genau. Perfekt. Absolut. Skifahren! Raise a glass of for the last time, calling out Father, prepare us as we will, watch the flames burn open on the mountainside, desolation comes upon the sky, now I see fire, inside the mountains, I see fire, burning the... Das im Skischuh ist jetzt alles tipptopp, soweit. Jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie man denn an diesen Punkt kommt, weil es ist jetzt schön und gut, dass ich das gemacht habe. Aber vielleicht gibt es ja unter euch auch Leute, die Spaß daran haben, anderen was beizubringen und auch die Leidenschaft teilen für den Skisport. Also grundsätzlich ist es immer so, was man erstmal mit dem Schein beginnen sollte, sich da engagieren sollte. Ich habe gerade das Mikrofon clean. Und also erstmal irgendwo einen Verein engagieren und dann erstmal einen Übungsleiterschein machen, Instructor machen und Erfahrung sammeln. Auch ehrenamtlich arbeiten, auf Freizeiten mitkommen und so ein immer besserer Skilehrer werden und auch mit sehr, sehr guten Coaches unterwegs sein, die einen weiterbringen. Da ist ganz wichtig die 10-90-Regel. Nur 10% der Coaches haben es wirklich drauf. Viele erzählen einem schöne Geschichten, haben aber von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil sie selber solche Probleme noch nicht bei sich oder bei anderen behoben haben. Das heißt, sucht euch dann wirklich die Coaches, von denen man wirklich optimal lernen kann. Und das nicht nur beim Skisport, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. Und das mal der Punkt ist, dann ergeben sich Synergien durch das Netzwerk. Beim Skisport hat sehr, sehr viel mit Netzwerk zu tun. Das heißt, connectet euch, sucht euch Freunde im Skisport und da wäscht dann eine Hand die andere und dann kann man dann vielleicht als Skilehrer, Skilehrerausbilder dann irgendwann mal seine Brötchen verdienen oder einfach ein cooles Hobby haben. Ja, mit dem Skischuh ist alles gut gelaufen. Ich habe jetzt die richtige Einstellung gefunden. Und vielleicht noch als Information. Heute Morgen habe ich den falsch eingeschnallt. Das ist mir auch erst nachher bewusst geworden, wenn ihr das seht. Und zwar schnallt man immer erst die zweite an und dann die dritte, weil man dadurch in der Ferse in den Skischuh reingedrückt wird. Und danach macht man die anderen fest. Also das sind immer erst die beiden Schnallen, die man zuerst festschnallen muss. Ja, genau. Zufrieden. Genau, jetzt fahren wir gerade runter. Der Skitag ist jetzt vorbei. Wir werden jetzt nochmal eine kleine Drowny-Session starten und dann freue ich mich schon aufs Abendessen und vielleicht schleifen wir auch die Skier. Mal gucken. Ja.
For if the dog returns, then my brothers will die. And as this. So ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben gerade noch richtig lecker gegessen und ja, haben noch uns die Zeit so ein bisschen vertrieben. Jetzt ist hier ein Event, was auch so standardmäßig auf den E&P-Reisen angeboten wird, der Glühweinabend. Da gibt es dann kostenlos Glühwein, coole Musik, gute Stimmung, Fackeln, Feuer und ja, ist ein super Event, um sich kennenzulernen und einfach einen schönen Tag ausklingen zu lassen. Natürlich noch schöner auf einem richtig schönen, beschneiten Berg. In dem Sinne verabschiede ich mich mit dem Video. Wir sehen uns dann morgen und ich hoffe, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und ich freue mich natürlich, wenn du mir weiter folgst mit einem Abo. Mach's gut. Ciao.